Nach Passieren der russischen Grenze ging es abends ins Altaigebirge. Zunächst auf dem Tschuiski-Trakt nach Nordwesten über Taschanta, Kosch-Agatsch, Aktasch und Gorno-Altaisk nach Barnaul und dann wieder nach Süden Richtung Rubzowsk nahe der kasachischen Grenze. Befahrbare Querverbindungen gab es dort nicht. Der Gegensatz zur Mongolei könnte nicht größer sein. Es gibt Wasser, Bäume und Vögel. Das sieht man auch im Satellitenbild. Rechts unten die Mongolei, in der Mitte der russische Altai. Wegen der Sommerferien war es gar nicht so einfach, eine Unterkunft zu finden. Auf einem Zeltplatz hat es dann geklappt. Und weil die Lokale schon geschlossen hatten, haben die gastfreundlichen Nachbarn gleich nochmal den Grill angeworfen. Der Altai, eine ganz tolle Landschaft. Unterwegs ein Denkmal für die Erbauer der Straße. Mit einem tollen Blick über die Chuja, einen Nebenfluss des Katun. Auf direktem Weg ja eigentlich gar nicht mehr so weit bis nach Berlin. Sechstausend Jahre alte Felszeichnungen zeigen, dass diese Gegend schon vor langer Zeit von Menschen besiedelt war. In Gorno-Altaisk hatte ich einen lustigen Abend mit einer Gruppe junger russischer Snowboardfahrer. Und am nächsten Abend fand ich unter dem Scheibenwischer einen Zettel von einem jungen Schweden. Aber leider wollte der in Richtung mongolische Grenze, von wo ich ja gerade gekommen war. Richtung Barnaul wurde die Landschaft dann flacher. Und regnerischer. Continue straight, then slight left. Auch in Barnaul anfangs immer wieder Gewitter. Destination is on the right. Thank you.
Am letzten Tag in Russland wechselten sich Sonne und Gewitter ab. Dieses Gewitter habe ich lieber mal an einer Tankstelle abgewartet. Mit der Dachbox war ich immer der höchste Punkt auf der Straße. Aber irgendwann war das vorüber und ich fuhr weiter nach Rubtsovsk. Viele Dorfstraßen waren perfekt und an den anderen wurde gebaut. Dann die Ausfahrt aus Russland an der kasachischen Grenze. Hier traf ich zum ersten Mal auf deutsche Autotouristen, die mit ihrem Unimog auf den Pamir Highway wollten.